Lukas Kapitel 7 beginnt damit, dass Jesus einem Römer begegnet, und diese Geschichte sehen wir jetzt als Bibelcartoon. Eines Tages kam ein Befehlshaber der römischen Armee zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Mein Diener ist schwer krank und wird wohl bald sterben. Jesus bot ihn an, mit ihm nach Hause zu kommen, um seinen Diener zu heilen. Der Befehlshaber lehnte das ab. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Er wusste, dass es jüdischen Menschen nicht erlaubt war, in das Haus eines Menschen zu gehen, der einen anderen Glauben hatte. Er fuhr fort. Ich weiß, dass du die Kraft hast, meinen Diener zu heilen, auch ohne dass du ihn berührst. Jesus war erstaunt über den großen Glauben dieses Mannes. Er sagte, in ganz Israel habe ich keinen gesehen, der so stark auf mich vertraut. Geh nach Hause, dein Diener ist gesund. In dem Moment, als Jesus das sagte, war der Diener des Befehlshabers sofort geheilt. Yeah! Danach geht es weiter, dass Jesus einer Witwe begegnet, die mit einem Problem zu ihm kommt, und auch das sehen wir wieder als Bibelcartoon. Eines Tages kam ein Trauerzug an Jesus und seinen Jüngern vorbei. Es war der einzige Sohn einer alten Frau, die außer ihm keine Familie mehr hatte. Sie war verwitwet. Jesus sah die Frau und bekam Mitleid mit ihr. Er ging zu dem Sarg des Sohnes, fasste ihn an und sagte ihm, er solle aufstehen. Da stieg der Mann aus dem Sarg, und alle, die es sahen, waren erschüttert. Die Frau war glücklich, ihren Sohn zurückzuhaben, und alle, die es gesehen hatten, erzählten überall davon, welches große Wunder Jesus getan hatte. Als nächstes kommen ein paar Jünger von Johannes zu Jesus, und diese Geschichte zeige ich euch jetzt. Einmal kamen ein paar Menschen zu Jesus, die zu Johannes dem Täufer gehörten. Johannes der Täufer war ein Mann, der in der Wüste die Leute aufforderte, ihr Leben zu ändern und zu Gott zurückzukommen. Als Zeichen für diese Umkehr taufte er sie im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Johannes hatte auch angekündigt, dass nach ihm ein Mann kommen würde, der viel wichtiger als er sei und die Menschen retten würde. Also fragten die Männer nun Jesus: Bist du es, von dem Johannes der Täufer geredet hat, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes war zu der Zeit im Gefängnis und war sich selbst nicht sicher, ob Jesus der Mann ist, den er angekündigt hatte oder nicht. Jesus sagte den Männern: Berichtet Johannes einfach, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, die Toten werden wieder lebendig und die Armen hören von Gott und werden ermutigt. Das berichteten die Männer dem Johannes. Abschließend sagt Jesus noch etwas ganz Wichtiges über Johannes den Täufer, und was er da sagt, möchte ich euch jetzt aus der Volksbibel vorlesen. Als die Schüler von Johannes gegangen waren, sagte Jesus noch was zu den Leuten, die gerade da standen. Warum seid ihr eigentlich immer zu Johannes in die Wüste gelaufen? Wolltet ihr ein Weichei sehen, das keine eigene Meinung hat? Oder dachtet ihr, da ist so ein feiner Pinkel im teuren Anzug? Dann hättet ihr am besten in die Villengegend nach Monaco fahren müssen. Oder wolltet ihr einen Propheten in Johannes finden? Genau, ein Prophet ist er, auf jeden Fall. Sogar noch mehr als das. Johannes ist der Typ, von dem in den alten Schriften schon erzählt wird. Ich werde dir einen Ansager organisieren. Er wird für dich alles vorbereiten. Eins ist sicher, von allen Menschen, die mal irgendwann gelebt haben, ist er der größte Prophet. Und trotzdem will ich hier nochmal sagen, dass bei Gott egal ist, wer die dicken Sachen für ihn gerissen hat. In seinem Land ist der Unwichtigste wichtiger als Johannes. Alle, die auf Johannes hörten, haben erkannt, dass Gott ihnen eine Chance gibt, und sie ließen sich von ihm taufen. Übrigens waren da auch Zöllner dabei, die Steuern für die Römer eintrieben. Nur die religiösen Streber und Profis nicht, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die hatten keine Lust auf dieses Angebot. Sie ließen sich nicht von ihm taufen. Was soll man noch über die Menschen von heute sagen? Womit kann man sie vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf der Straße spielen und sich bei ihren Freunden beschweren. Wir haben ein cooles Lied in die Anlage geschmissen, aber ihr habt nicht mitgetanzt. Dann haben wir Depri-Mucke reingetan und ihr habt nicht mitgeweint. Johannes
hat oft aus religiösen Gründen aufs Essen verzichtet. Er hat auch keinen Alkohol getrunken. Da meintet ihr dann, der ist doch total durchgeknallt. Jetzt ist der Auserwählte Gottes bei euch und isst und trinkt normal wie alle anderen auch. Und ihr seid schon wieder nicht zufrieden. Dann kommen so Kommentare wie, der ist ja fresssüchtig und Alkoholiker, Junkies und Penner sind seine Freunde. Aber an solchen äußerlichen Sachen kann man nicht erkennen, wie schlau Gott eigentlich ist. Das merkt man erst, wenn man tut, was er sagt. Danach hören wir eine Geschichte, wo Maria zu Jesus kommt und ihn salbt, und diese Geschichte sehen wir wieder als Bibelcartoon. Eines Tages war Jesus bei einem angesehenen Mann namens Simon zum Essen eingeladen. Als sie noch am Essen waren, kam eine Frau in das Zimmer. Sie ging zu Jesus, kniete sich vor seine Füße und fing an zu weinen. Sie hatte ein sehr teures Parfüm mit, das sie Jesus über seine Füße goss. Sie wusch ihm die Füße mit ihren Tränen und dem Parfüm und trocknete sie mit ihren Haaren ab. Einer der Jünger beschwerte sich. Was soll das? Das Parfüm ist so viel wert. Wäre es nicht besser, es zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben? Jesus erwiderte nur, es ist gut, was sie tut. Arme werdet ihr immer haben, um die ihr euch kümmern könnt. Ich bin nur noch kurz bei euch, und sie bereitet mich durch diese Salbung auf meinen Tod vor. Auch Simon wunderte sich über Jesus. Jeder wusste, dass die Frau ein schlechtes Leben lebte. Sie war verachtet und wurde als Verbrecherin angesehen. Warum lässt du dich von so einer Frau anfassen, statt sie einfach wegzuschicken? Jesus erwiderte, schau dir die Frau an. Du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich mir selbst die Füße waschen kann, als ich in dein Haus kam. Sie hingegen wäscht meine Füße mit Öl und ihren Tränen. Du hast mir keine Umarmung gegeben, als ich ankam. Sie hingegen küsst die ganze Zeit meine Füße. Glaub mir, wem Gott viel verziehen hat, der liebt auch viel. Wem wenig verziehen ist, der liebt auch wenig. Dann schaute er die Frau an und sagte, deine vielen Fehler sind dir vergeben. Du wurdest gerettet, weil du auf mich vertraut hast. An einem Beispiel erzählt Jesus genau in dieser Situation wieder, warum Maria genau das getan hat. Und das zeige ich euch als Bibelcartoon. Das sind Sam, Henry und Roman. Roman ist sehr reich. Sam möchte sich gerne einen neuen Laptop kaufen und leiht sich deshalb bei Roman 1000 Euro. Henry dagegen braucht ein neues Auto und geht deshalb zu Roman. Er leiht sich 15.000 Euro. Als Roman nach einer Weile merkt, dass die beiden das Geld nicht zurückzahlen können, erlässt er ihnen einfach beiden ihre Schulden. Beide freuen sich. Yeah! Natürlich freut sich Henry mehr als Sam, weil ihm ja auch mehr geschenkt wurde. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass Leute, die viel Schlimmes getan haben und es von Gott vergeben bekommen, oft viel dankbarer sind als Leute, die glauben, kaum Fehler im Leben gemacht zu haben. Mit dieser Begebenheit schließt Lukas Kapitel 7 ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!